Mein Name ist Mandy Zischer, ich wohne in Hoyerswerda, bin 30 Jahre alt, arbeite bei Dunapack Spremberg und habe meine Ausbildung zur Packmitteltechnologin erfolgreich abgeschlossen. Weil man im Einzelhandel ja mit den Verpackungen zu tun hat, man reißt sie auf, man stellt sie in die Regale rein, um den Kunden die Ware zu präsentieren, da bin ich darauf gekommen, wie man Wellpappe denn überhaupt herstellt. Mein Name ist Jan Schöbig, arbeite bei der Dunapack Spremberg als Ausbilder sowie Konstruktion und Design und war der Ausbilder von Mandy Zischer. Die größte Stärke, die sie bewiesen hat, war innerhalb kürzester Zeit in ein Team aufgenommen zu werden, die Maschine zu beherrschen und die Prüfung so abzuschließen. Am besten in der Ausbildung hat mir gefallen, dass es sehr facettenreich ist. Man lernt viele verschiedene Varianten kennen, man lernt, wie das Papier hergestellt wird, man lernt, wie die Pappe an sich hergestellt wird, man lernt, wie die Faltschachteln konstruiert werden. Wie sie bedruckt werden, man geht auf viele Varianten rein und das ist halt das Gute daran. Also im Privaten, ja, ich bin da ein bisschen sportlich angehaucht. Ich spiele seit 26 Jahren Fußball, habe bis voriges Jahr noch aktiv gespielt, was aber einfach leider nicht mehr möglich ist durch die Arbeit, weil nur durch Arbeit kann man Geld verdienen. Da rückt der Sport einfach in den Hintergrund, aber so, wenn die Zeit noch ist, dann spiele ich immer noch regelmäßig und genieße die Zeit, einfach mal gegen den Ball zu hauen. Mandy, für die Zukunft wünsche ich dir alles Gute, Glück, Gesundheit im beruflichen sowie im privaten. Nein, Mutti. Ich will die Frage nicht mehr, was hast du gesagt?